zusammen. Wie geht's euch? Hoffentlich gut. Heute folgen wir zusammen Lektion 8 und die vierte Stunde. Wir beginnen mit den Verben. Bitte öffnet Seite sicher 10 im Booklet. Okay. Heute zeige ich die Verben im Präsens und im Präteritum. Präsens, present, okay, Präteritum, past. Wir beginnen mit dem Verb sein und Verb haben. Sein, Verb to be, haben, Verb to have. Das ist im Präsens. Aber was sind sie im Präteritum? Ja, sein wird, waren, haben wird, hatten. Nochmal, sein wird, waren, haben wir hatten. Und hier, das ist die Konjugationen, okay? Von Verb waren und hatten. Ich war, du warst, er, es, sie war, wir waren, ihr wart, okay? Verb hatten, ich hatte, du hattest, er, es, sie hatte, wir, sie hatten, ihr hattet. Okay. Hier zeige ich diese Wörter. Diese Wörter zeigen die Vergangenheit. Vergangenheit, Präteritum oder Past Tense. Was sind diese Wörter? Gestern, gestern. Vorgestern, gestern, yesterday, vorgestern, the day before yesterday, früher, vor, heute Morgen, this morning, morning, letzte Woche, letzte Monat, letzte Jahr, letztes Jahr, okay, letzt bedeutet last. In 2015, im Jahr 2015, das bedeutet in the year. So, wenn ich sehe diese Wörter, brauche ich immer das Verb im Präteritum. Okay? Heute ist, war, hatte, Sonntag. Heute, heute, today, ist Sonntag. Das ist im Präsens. Nummer 4. Gestern Abend, ich sehr müde. Bin, hatte, war. Dieser Satz ist im Präteritum. Ja, war. Richtig. Nummer 5. Wir waren, haben, hatten gestern kein Geld. Ja, wir hatten gestern kein Geld. Okay. Nummer 6. Mein Onkel war, hatte letztes Jahr einen Mercedes. Ja, hatte. Super. Nummer 7. Früher hatte, war meine Familie eine Wohnung am Nil. Ja, hatte. Sehr gut. Und dann?
Acht. Okay. 1999 sind waren seit Kamel und ich in München. Ja, waren super. Der Chef nicht da. Der Chef nicht da. Waren hat. Ja, war. Ich war, hatte, waren viel Spaß. Ja, hatte, richtig. Okay, Nummer 4. Ich hatte, war, hatten Spanischkurs. Spanischkurs. Ja, ich hatte. Okay. Gestern ich keine Zeit. Das Verb haben oder sein? Ja, das Verb haben. So, hatte. Nummer 6. Frau Rolle und Herr Fox waren gestern traurig. Ja, waren. Nummer 7. Wo hattest du gestern? Ich warst zu Hause. Ja, ich war zu Hause. Nummer 8. Wart du und Alex, nicht du nur, aber und Alex gestern Zeit? Nein, das sind hier ihr, so wie ich hattet. Okay? Super. Jetzt öffnet bitte Seite 20 im Booklet. Hier gibt es eine Übung zum Verständnis Bildesätze. Bildesätze. Oliver, Frau Blum, Herr Fuchs, das sind Subjekt. War oder hatte. Das Verb gestern, das ist ein Wort, zeigt das Präteritum. In der Sprachschule, im Jazzkeller, im Büro, keine Arbeit, traurig, viel Spaß. Oliver. Oliver war gestern in der Sprachschule. Okay, richtig. Wir können auch schreiben, Oliver hatte gestern im Jazzkeller, im Büro, keine Arbeit, traurig, viel Spaß. Ja, gestern viel Spaß. Okay, das geht. Okay, Frau Blum war oder hatte gestern keine Arbeit. Frau Blum hatte gestern keine Arbeit. Okay. Herr Fuchs war gestern im Jazzkeller. Okay. Was noch? Ja. Herr Fuchs war gestern traurig. Ja. Okay. Das ist sehr, sehr leicht. Okay? Da, jetzt, die Stunde ist zu. Bitte macht andere Wiederholung. Okay? Und versucht bitte viel, viel zu lösen im Arbeitsbuch. Dankeschön und tschüss. Okay.